Ja, wir fangen an. Ich kann ja, was ich immer mache, wir fangen immer pünktlich an. Ich habe ja mal in Brasilien auf dem Kongress, da habe ich gemerkt, was die Kultur ist, und jetzt bin ich pünktlich am Podium und eine Stunde später sind die ersten Teilnehmer, die wir je angetroffen haben. Und ich habe dann mir damit geholfen, dass ich einfach immer Sense-Stories erzählt habe zu Beginn. Und wer nicht da war, hat sie halt leider versäumt. Und es ist erstaunlich, wie sich da die Pünktlichkeit gestaltet hat. Eine meiner Sense-Stories erzähle ich euch kurz. Das ist mit Mikro. Ah ja, mit Mikro. Erzähle ich euch kurz, weil ich bin ja jetzt schon seit 40 Jahren unterwegs und ich weiß, dass viele Dinge, die wir heute propagieren, deren breite Verwirklichung werde ich nicht mehr erleben. Das muss man einfach realistisch sehen. Aber da hilft mir folgende Geschichte. Eine Schnecke klettert etwa im März auf einen Kirschbaum. Und da lässt sich eine Krähe auf einem Ast nieder, guckt sich die Schnecke an und sagt, was willst du denn? Und dann sagt die Schnecke, Kirschen essen. Sagt die Krähe, aber jetzt gibt's doch keine Kirschen. Dann sagt die Schnecke, bis ich oben bin, gibt's Kirschen. Ja, dann hören wir mal einfach in die Runde mit Mikro gerne. Was hat eure Diskussion ausgelöst? Was hat unsere Beispielschilderungen, unsere Ideen ausgelöst? Welche Fragen gibt es? Wie kommen wir? Auf welche Resonanz? Ne? Welche Resonanz? Ja. Nur mit Redestab. Ja, also wir sind in unserer Diskussion auf wahrscheinlich hunderte von interessanten Themen gekommen und es war ganz spannend, da zu diskutieren. Letztlich interessiert mich persönlich eine Frage, die sehr an der Basis sich befindet. Und zwar habe ich mich gefragt, welche Formen von Organisation und Lernen gibt es denn? Und weiß man darüber vielleicht was? Ein konkreter Input, ich betreue gerade ein Unternehmen, die wollen ein Weiterbildungszentrum eröffnen. Da sind sie gerade in der Konzeptphase und es geht darum, dass die Geschäftsleitung das von oben herab organisieren will, über organisationales Lernen initiieren über ein Weiterbildungszentrum. Ja, das möchte ich nicht weiter ausführen, aber das ist eine Möglichkeit. Wir haben aber auch die Möglichkeit, wie wir es bei Ihnen gehört haben, dass man direkt auf der Teamebene ansetzt. Und was jetzt im Qualitätsmanagement sehr diskutiert wird, ist die Frage, brauche ich jetzt für organisationales Lernen eine Art Wiki für mein Unternehmen, wo Mitarbeiter jetzt was eintragen dürfen, müssen, sollen, wie auch immer. Vielleicht haben Sie da noch weitere Formen, vielleicht können Sie dazu was sagen. Also machen wir jetzt nicht durch, oder? Nee, dann sammeln wir erstmal. Ich schreibe es mir so mit. Ja, bei uns war, also was mir jetzt gerade noch mal so im Kopf durchgeht, war dieses spannende Thema, was habe ich davon, wenn sich was verändert? Also wie bewege ich Mitarbeiter dazu, einen Nutzen zu sehen darin? Eben in dem Beispiel mit den Bauern und Mischbauern war ja das Spannende, von oben herab wurde gesehen, wenn die Milch, die schneller transportiert wird, entgeht dem Unternehmer ein Profit. So. Dem einzelnen Bauern kann ich vielleicht noch klar machen, wenn du deine Milch nicht schneller transportierst, gehörst du nicht mehr zum System dazu. Ja. Jetzt bewegen wir uns im Bildungskontext und für uns war es auch die spannende Frage, was habe ich davon als Mitarbeiter, wenn ich mehr Bildung habe? So. Ich wäre gut, wenn wir jetzt nicht nur eine Fragesammlung machen, sondern Sie einfach wirklich ein bisschen erzählt, was euch beschäftigt hat, was eure Meinung dazu sind.
dass wir jetzt nicht nur eine Auftragsliste haben. Das Wunschkonzert. Also wir konnten in der Gruppe sehr gut an das, was Sie uns so... Wir wollten uns duzen. Stimmt, Bernd. Ja, oder, Bernd. Oder wir konnten sehr gut an deinen Input. Das ist die Gewohnheit. Ich verharre in meinen Gewohnheiten. Ja, klar. Also wir konnten gut an den, an das Interview anknüpfen, haben da auch gesehen, dass die interne Problematik eigentlich in jeder Organisation vorhanden ist, dass man eben verharrt in seinen in seinem Alltagstrott, ja, und wenn jetzt jemand von außen reinkommt mit neuen Ideen, dass das eben nicht leicht umzusetzen ist. Aus meinem Arbeitsumfeld kann ich noch ergänzen, dass es da auch eine externe Problematik gibt, weil die Organisationen, die ich berate, eben viel auch mit Externen zusammenarbeiten müssen, um die Komplexität ihrer Aufgabenstellung zu bewältigen. Für uns war die Frage, wie gelingt es denn, die Spitze zu überzeugen, die Spitze an der Organisation? Wie können wir dafür sorgen, dass wir überhaupt die Chance haben, in die Organisation reinzukommen und dort was zu bewegen? Und wie können wir das Vertrauen derjenigen gewinnen? Das geht so ein bisschen in die Richtung, was hat der Mitarbeiter davon, damit die Mitarbeitenden dann auch wirklich beim dann Interesse dran haben und nicht mit Abwehr reagieren. Man hat schon gesehen aus dem Beispiel aus Indien, wie lange sowas dauert. Ich persönlich fand das jetzt noch relativ kurz mit 3 Jahren. Das ist eigentlich ganz flott aus meiner Erfahrung. Aus Beratungszusammenhängen dauert es länger. Das ist auch übersichtlich. Also muss man sagen, deswegen ist das Beispiel so toll, weil es eigentlich, obwohl es ein komplexer Zusammenhang ist, trotzdem vieles relativ einfacher ist. Und jetzt kommen die ganzen Folgefragen, wo es nicht ganz so einfach ist. Aber es ist ja schon mal gut, wenn man weiß, was man machen will in einem einfachen Beispiel. Aber das Ausrollen ist eine eigene Thematik. Ja, ja. Und dann hatten wir noch den Punkt, aber vielleicht gebe ich auch mal weiter. Möchtest du noch? Sonst mache ich weiter. Ich hätte vielleicht noch eine Ergänzung zu dem Punkt der obersten Spitze. Mein Name ist Michaela und wir sehen immer wieder, dass es schwierig ist, die oberste Spitze im Mittelstand auch wirklich so zu überzeugen, dass sie nicht nur, sage ich jetzt mal, ein Budget freigeben, sondern dass sie auch wirklich sich vor die Mannschaft stellen und absolut auch überzeugend dieses Thema rüberbringen. Und wenn sie das eben nicht tun, dann fehlt da sehr viel Dynamik und dann ist eben auch oft die Einstellung, naja, das ist ja jetzt nicht... wird ja jetzt nicht so wirklich gewollt. Und was sind da vielleicht noch Möglichkeiten? Ja, und dann kam bei uns noch die Frage auf, Führungskräfte haben ja in der Realität selten ein Interesse, wirklich ihre Mitarbeiter zu führen, sondern sie kommen aus fachlichen Überlegungen in diese Führungsposition. Oder weil sie eben gerade da waren, hat sich kein anderer gefunden, habe ich auch schon gehört, dass jemand gar keine Führung übernehmen wollte und es tun musste. Ja, wie kann man denn mit diesem Problem umgehen, dass die Führungskraft, also die mittlere Führungsebene ja eigentlich auch noch gewonnen werden muss? Eigentlich haben wir ja Baustellen auf jeder Ebene. Ja, moin aus Hamburg, Volker. wir kamen in der Gruppe, und da bin ich so ein bisschen schuld, auch zum Thema oder über die Montessori-Pädagogik, weil ich Schulleiter an der kleinen Schule, die eben sich vom Konzept her mit Montessori beschäftigt bin. Und wir kamen da über das Thema eben auch der Haltung eben in das Thema hinein, wie eben auch Lernkultur sich entwickelt oder wie was Haltung sozusagen, eine Haltung sich ergeben muss, wie man Haltung initiieren kann. Über die Führung, das Thema Führung hatten wir auch, in der Frage auch, was bedeutet Führung eigentlich, insbesondere im Schulbetrieb. Gerade nicht nur jetzt für die in der Organisation, in den Hierarchien, sondern dass im Prinzip eigentlich jede Lehrkraft Führungskraft ist und dann eben auch dann in puncto der Lernkultur
eben zu fragen, was heißt das eigentlich im Sinne auch da der Haltung? Wir kamen dann, bitte ergänzen, dann auch in dem Thema auch weiter in Richtung von Kompetenzen, eben auch zu der Frage, was heißt das eigentlich für das Thema Lernkultur in Richtung, welche Form von Kompetenz oder wie kann man den Kompetenzbegriff erstmal näher fassen und was heißt das eigentlich auch für die Weiterentwicklung in puncto Lernkultur? Das waren so Themen, die wir besprochen haben. Vielleicht dazu ergänzend haben wir uns sehr stark auch damit auseinandergesetzt, überhaupt über Führungsverständnis, wo wir da an der Rolle des Lernregisseurs hängen geblieben sind, weil Führung ja nicht nur die eine Rolle hat. Weil ich glaube, es ist ein ganzes Komplex von Rollen, die eine Führungskraft auszufüllen hat. Und die Frage war dann ja, wie sind die, es ist gerade dazu gekommen, dass sie diese Rolle erstmal angenommen haben oder was machte das aus, dass sie gerade diese Rolle angenommen haben, neben den anderen Rollen von Führung. Ja, mein Name ist Petra Eickhoff, ich komme aus Köln. Ja, ich bin der Thorsten und kann mal Volker anschließen. Moin Moin aus Hamburg. Man darf das auch doppelt sagen im Norden. Und wir hatten eine Gruppe, wo irgendwie auch der Fokus auf dem Konzern lag. Mehrere Konzerne sind jetzt auch in der Umbruchphase, wollen das organisationale Lernen anders gestalten, sind entweder schon auf dem Weg oder auf der Suche. Und da haben sich mehrere Fragen aufgetan. Eine Frage, die bei uns ganz oben lag, war, inwieweit ist das Lernen in Zukunft denn noch explizit ein gesondertes Lernen, zum Beispiel in Form von Trainings, wie es klassischerweise gelebt wird, und inwieweit lässt sich das selbst in solchen Strukturen vielleicht auch implizit gestalten, also in den gemeinsamen Arbeitsgruppen, am Arbeitsplatz, kontinuierlich begleitend, also verschiedene Dimensionen, die man sich da überlegen kann, um da einen ganz anderen Ansatz zu fahren. Und wir haben aber auch gemerkt, wo wir die verschiedenen Konzernbeispiele andiskutiert haben, dass die Menschen in diesem System, aber auch teilweise das System, jetzt widerspricht es sich schon fast, an Grenzen kommt, sozusagen das alte, eingeübte, klassische Bild hinter sich zu lassen und sich überhaupt zu trauen auf diese neuen Wege. Und wie kann man da überhaupt auch eine breitere Schneise schlagen, weil es wird teilweise schon ganz schön praktiziert. Dann kommen zum Beispiel externe Coaches und bieten da eine neue Lernform an und es gelingt vielleicht auch auf Projektebene, aber wie sieht der nächste Schritt aus, dass das vielleicht auch institutionalisiert wird? Wir haben die Anforderungen gehört aus verschiedenen Konzernen. Es muss dann auch ausrollbar sein auf andere Standorte, in andere Länder. Also wie kann man da auch den Prozess angeben, um Keimzellen dann auch zur Blüte zu verhelfen und vielleicht nicht zu verharren in den Grenzen, die man da feststellt? Ich wollte sie gleich rübergehen. Vielleicht noch Ergänzung. Ich würde noch einen Punkt einbringen, den wir auch in der Gruppe diskutiert haben. Der war auch noch ein Stück weit aus der Kultur herkommend. Was einfach auch beschäftigt hat, ist ja wie vielfach, woher kommen wir und was haben wir eigentlich gelernt. Wenn man Kultur vielleicht noch weiterfasst in Richtung Sozialisierung, dann ist das genauso. Und das fand ich gestern in einer kleinen Gruppe, das nochmal beim Thema, ich glaube, Weinberg oder Faltin hat es mitgesagt, dass man aus der Schule heraus ja mehr oder weniger schon zwei sozusagen Themen einfach in Richtung Kultur mitbekommt. Erstens Kirche und zweitens Militär. Kirche, der da vorne steht, der weiß, von wo er spricht und der hat immer recht. Und Militär, du darfst immer nur korrekt sitzen und nichts anderes eben entsprechend mitmachen. Und damit ist jeder, der auch bei uns im Unternehmen, im Konzern kommt, geprägt und kommt erstmal rein. Und das aufzubrechen, das dicke Brett zu durchbohren, ist ja auch erstmal eine gewisse Schwierigkeit. Und da glaube ich, wenn wir in Richtung Lernbegleiter, in Richtung Facilitator, vom Experten zum Learning Architect oder wie man es immer auch nennen will, hinkommen müssen, dann glaube ich, haben wir da auch nochmal einen Ansatzpunkt. Das muss ich doch nochmal anschließen an die kleine Keimzelle.
wir haben das besprochen im Kontext von Verbänden und so Weiterbildung und so weiter, wo man ja doch auch sehr stark abhängig ist von Kultusministerien und Entscheider, die konservativer denken. Und wir überlegten, wie viele Menschen brauche ich, welche brauche ich, um in kleinen Keimzellen sich zu stärken, damit man entweder die Regeln der in Anführungszeichen Großen, die sich nicht bewegen wollen, umgehen kann durch Wachsen oder wie da diese Blüten entstehen können, dass es eben dann auch umgewälzt wird. Ja? Weil diese Abhängigkeit besteht trotzdem. Und wie kann ich das umgehen? Wir hatten dazu auch noch das Thema von Maßnahmen in Prozessdenken überführen und im Endeffekt auch die Frage, wie lange braucht wirklich der Prozess, und haben für uns auch nochmal gemerkt, dass man mit einer gewissen Demut auch daran gehen muss, dass es halt eben nicht von heute auf morgen passiert, sondern dass es ja sehr vieler kleiner Schritte bedarf, um vorwärts zu kommen, und dass man das einfach auch anerkennen muss und sich da auch selbst nicht diesen Druck machen darf, dass man in einem halben Jahr oder in einem Jahr einen Prozess halt umwälzt. Viele tolle Themen. Spannt auch das ganze Spektrum auf, ne? Was zu bewältigen ist. Und das macht ziemlich klar, dass mit Begeisterung und ein paar tollen neuen Ideen, wie kreativ Menschen sein sollen, wir in Organisationen höchstens kleine Strohfeuer erzeugen und mehr nicht. Also, zum Fang beim Letzten vielleicht gerade an, das ist immer so ein bisschen ein Problem, dass Organisationen kleine Quick Wins brauchen, weil sie sonst, also wenn ich, zwar ist es richtig, dass eigentlich Bodenkulturanlage notwendig wäre, aber die wollen halt schnell mal eine Tomate probieren. Und wenn die gut schmeckt, haben sie mehr Geduld, ein bisschen größeres Versuchsgärtchen freizugeben und ein paar mehr Gärtnerstunden, dass man da probieren kann, wie man das mehr von diesen Tomaten produzieren kann. Wobei sie dann ja noch genug naive Vorstellungen haben, wie schnell dann was erreichbar ist. Und wenn die eine kleine Tomate gut schmeckt, wollen sie es gern gleich international ausrollen. Ja. Das erinnert mich immer an eine Feuerwehrübung, als ich noch an der Universität gearbeitet habe, mussten wir eine Feuerwehrübung machen. Und da versuchten die, ein Feuer anzuzünden, bei dem jeder mal üben konnte, wie man das mit dem Feuerlöscher ausmachen kann. Das gelang aber nicht, weil einer der Mitarbeiter, der hieß Herr Nothelfer auch noch, sobald auch nur das Streichholz an war, hat er sofort seine Übung begonnen, sodass am Ende keiner üben konnte, weil es überhaupt kein Feuer gab. Das ist eines der Probleme, dass wenn was gut funktioniert, ich sage immer auch Erfolg ist gefährlich, wenn was gut funktioniert, versucht man es gleich derartig auszurollen, dass es daran scheitert, weil man nicht nachliefern kann. Also es ist ein Feuerchen, das funktioniert gut, und dann, weil das gut funktioniert, will man das gleich so groß machen, dass man den Holznachschub nicht organisieren kann. Und das ist nochmal eine eigene Aufgabe, klar zu machen, dass das Ding nur, wir nennen das kristallisierendes Prinzip, nur so wachsen kann, wie zunehmend Menschen verstehen, wie es funktioniert und ihre komplementären Rollen darin spielen können, und dass man nicht, was in einem kleinen eingespielten Zimmertheater funktioniert, sagt, okay, das kann jetzt auf allen großen Bühnen der Welt gleich gespielt werden. Dass da ein Riesenentwicklungsprozess bis dahin ist, ist oft einfach nicht im Bewusstsein der Leute. Ihnen aber immer nur zu sagen, ihr müsst halt abwarten und Geduld haben, und Bodenpflege reicht auch nicht. Also das ist, welcher Kurs da im einzelnen Fall zu fahren ist, ist schwierig. Und das führt dann, glaube ich, vielleicht gleich zu diesem anderen Thema. Es gibt für all diese Fragen keine richtigen Lösungen, keine prinzipiellen, sondern man muss in jeder einzelnen Organisation einfach mal gucken, wie ist der Reifegrad? Und zwar der Protagonisten wie der Organisation. Dazu gibt es eine eigene Präsentation auf unserem Videokanal, Reifegrad-Analyse. Wir haben Fragebögen dazu, wir haben Instrumente, wie man überhaupt darüber nachdenken kann. Wir haben ja oft als Weiterbildungseinrichtung das Problem, dass Leute, weil sie jetzt ein OE-Curriculum gebucht haben,
glauben, dass sie jetzt in drei Bausteinen dann doch in die Lage versetzt werden, ein OE-Projekt, das am Absaufen ist, das sie übernommen haben, doch noch retten zu können, als könnte das über persönliche Kompetenzsteigerung möglich sein. Da gibt es auch eine Metapher von mir, die ist auch in den Papers, die ihr da findet, da hat sehr viele Bezüge zu diesen Themen, wo ich schildere, meine ersten als Springreiter-Karriere begonnen habe. Da konnte weder das Pferd springen noch ich. Und das verwende ich als Metapher dafür, zu zeigen, wie schwer das ist für den Einzelnen, Springreiter zu werden, wenn es das Pferd auch nicht kann. Und das gilt für die ganze Organisation. Selbst wenn der Einzelne kompetent ist, die Organisation es aber überhaupt nicht kann, ist es schwierig. Aber auch umgekehrt, wenn die Organisation es im Prinzip kann, der Einzelne aber noch nicht, dann kann er selbst ein eingespieltes System eigentlich nicht richtig aktivieren und leiten. Und das Tragische ist, je unreifer Systeme sind, desto unreifere Leute betrauen sie mit gigantischen Aufgaben, sodass es einfach überhaupt keine Chance hat. Wir eigentlich in den Curricula die Aufgabe haben, dem klarzumachen, das wird nie was. Wir können nur helfen, damit du dass du darin nicht kaputt gehst. Das wollen die aber nicht, weil die ja so begeistert sind und so verantwortungsbereit auch, dass sie sich total überschätzen in dem, was möglich ist. Also das ist auch ein Balanceakt. Was sehr geholfen hat, ist, dass die Leute aus unseren Weiterbildungen diese Reifegrad-Prüfungsübungen, also wir machen dann, bevor wir kollegiale Projektberatung machen, checken wir nochmal, wie fit ist eigentlich derjenige, der das einbringt und wie fit ist das System, für das er lernen möchte. Und was kann dann in einer anderthalbstündigen Supervisionssitzung angesichts dessen auch wirklich erreicht werden? Sodass auch die Lerngruppe nicht versucht, etwas didaktisch zu leisten, was überhaupt nicht leistbar ist. Und dann lernen die mit der Zeit erstens solche Reifegrade einschätzen und zweitens zum Reifegrad passend dann auch ein Lerndesign zu entwickeln. Das ist gut für den Lernprozess in der Gruppe, weil manchmal klappt das begeistert und manchmal sauft das total ab. Deswegen haben wir das jetzt immer vorgeschaltet und machen das auch klar. Und manch einer sagt dann nach der Reifegradsprüfung, ich glaube, ich denke erstmal noch drüber nach, was mein Anliegen ist und was erreichbar ist und komme nächstes Mal damit wieder. Und die nehmen aber die Instrumente und das Kurzkonzept und das Arbeitspapier, deswegen haben wir das alles auf der Website, dann mit in ihre Arbeitsgruppe. Manche sagen, ich mache das mal mit meinem Team, das Gleiche. Und dann fangen die an, selbst über solche Dinge nachzudenken. Und das können kleine Beiträge dazu sein, in Organisation eine angemessene Kommunikation darüber herzustellen, was überhaupt leistbar ist. Und in manche Organisationen finden das gut, weil die nicht nur die Einzelnen, die Einzelnen sind ja meist vernünftig. Das heißt noch lange nicht, dass sie, wenn sie zusammensitzen, sie vernünftig sind als System. Und dann muss man überlegen, wie man aus der Vernunft der Einzelnen auch eine gewisse Vernunft des Systems machen kann. Und dazu muss man das kollektivieren, solche Überlegungen, dass es normal wird, dass man darüber reden kann und nicht nur auf der Toilette. Und dass man das dann auch gegenüber denen, die natürlich unter Druck sind in den Führungsebenen, die einfach durch Wegdelegation auch ihren Druck entlasten wollen, dass man diesen Druck auf eine gute Weise zurückgibt. Das Thema Verantwortungsverschiebung in dem Zusammenhang haben wir auch einen sehr ausführlichen Konzeptbereich, findet ihr auch auf der Website, wie man lernen kann, das Unbehagen, das bei denen aufläuft, die nicht die Verantwortung wahrnehmen können, weil sie nicht die Hebel in der Hand haben, wie man das auf die zurückspielen kann, die die Hebel in der Hand haben. Manchmal sind die bereit, das sich zurückspielen zu können, wenn man es gut macht, manchmal wollen sie es aber auch nicht oder sind so unter Druck, dass ihr persönliches Leid erstmal zu erhöhen scheint. Dass auch das ist ein diffiziler Vorgang, wie man zurückspielen und gleichzeitig klar machen kann, dass es nicht eine Rückdelegation ist, um selbst nicht arbeiten zu müssen, sondern dass es wirklich in Verantwortung fürs Ganze ist. Also auch da muss man viele Kommunikationsfiguren lernen. Auch das üben wir, Verantwortungsdialog-Kommunikationsfiguren üben wir richtig gehen in unseren Curricula, weil da sehr oft das Problem ist, dass wer sich mit dem Rücken an der Wand fühlt, wird dann oft inadäquat in seiner Kommunikation, macht den anderen runter, respektiert nicht,
Führungsbeziehungen respektiert nicht, dass der andere nicht vom Fach ist, aber trotzdem die Verantwortung in der Organisation hat. Und dann entstehen dann oft... Die Ausführungen sind mit dem Zusammenhang gerichtet. Ja, gut. Okay, kann ich den Satz... Ja, verstehe ich gut, ja, ist in Ordnung. Kann ich den Satz mal fertig machen? Ja, bitte. Aber ich wäre ungeduldig. Ja, gut, ja. Oh, was war mein Satz? Die Verantwortung. Ja, also dass, und dass man dann den anderen so kommt, dass die gute Gründe haben, weil man ihnen krumm kommt, sich der Verantwortung doch zu entziehen. Das ist eine ganz eigene Kommunikationssparte, die wir dann auch üben und haben auch ein Übungsprogramm dazu entwickelt. Was ist dein Begehr, dass ich jetzt wieder auf die Fragen zurückgehe? Ja, oder? Ich habe den Bezug verloren. Da steht, das ist ein Curriculum so und so, also ein bisschen den Bezug zu den Fragen. Ja, also für mich war, ich kann sagen, wie ich dazu gekommen bin, erstmal, was ist der Quick, einerseits der Quick Win, okay, das habe ich verstanden. Das ist ein Thema. Wir müssen irgendwie gucken in jeder Organisation, wie können wir irgendwo ein prototypisches Feld definieren, wo wir Leute haben, die willig sind, also nicht auch gleich das schwierigste Feld, die Interesse haben, was zu entwickeln, wo wir Führungskräfte haben, die genügend Kräfte, die darauf einwirken, auf dieses Experiment positiv ausrichten können. Das muss man in jeder Organisation extra gucken und das muss nicht immer oben anfangen. Das muss nur oben anfangen, wenn man den Anspruch hat, gleich die ganze Organisation transformieren zu wollen. Aber das war die Frage auch, was wir auch diskutiert haben in der Gruppe, muss ich jetzt das ganze Management davon überzeugen, eine neue Lernkultur einzuführen? Das ja. Schließt er da an, oder? Ja, also davon rate ich immer ab. Es gibt da so ein paar Innovatoren machen da gern einfach ein paar Standardfehler. Also sie lassen sich zum Beispiel Kooperationsformen, neue Experimente dort aufdrücken, wo die Kooperation total im Arsch ist. Das, wo Gräben gezogen sind, wo es nicht funktioniert und so weiter. Wenn man sich das als Versuchsgärtchen, ne, wo der Boden kontaminiert ist und die Wasserversorgung nicht stimmt, nimmt, um neue Anbaumethoden demonstrieren zu wollen, muss man sagen, tut mir leid, das können wir nicht machen, da brauchen wir vielleicht eine Konfliktberatung für den Teil. Aber wir haben den Eindruck, dass das sozusagen nur der schwierigste Ausläufer ist von Kommunikationskultur, die bei uns, wenn es schwierig wird, leicht daneben geht. Und da können wir sehr viel tun, um Kommunikationskultur zu verbessern. Wir können aber in diesem Kontext nur in einem Bereich damit anfangen, in dem die Ausgangsbedingungen relativ günstig sind. Und dann kommen solche Kriterien, wie ich sie gerade genannt habe, zum Beispiel in Frage. Und wenn es da funktioniert und wir merken, das ist was Gutes, dann können wir gucken, dass wir es vorsichtig auch in Problembereiche ausrollen. Aber ob das funktioniert, weiß man nicht. Das stößt natürlich oft nicht so leicht auf Interesse, weil man sagt, da funktioniert es doch. Wir wollen doch eine Lösung haben, wo es nicht funktioniert. Aber dann wollen die immer Feuerwehraktionen. Und nur über Feuerwehraktionen kann man keine neue Kulturbildung betreiben. Ich verwende es immer mit der Metapher, es geht um Brandschutzentwicklung. Natürlich, wenn es wo brennt, braucht man auch die Feuerwehr. Aber das ist was anderes als eine Kultur des Brandschutzes aufbauen. Und da muss man selbst klar sein. Wiederum. Bleiben wir gerade stehen. Genau. Wiederum, wenn die Firmen in Krisen sind, haben sie ja ein Problem, dass sie vielleicht erkennen, wir haben falsch nicht auf Bildung gesetzt zum Beispiel. Ja. Oder sie haben neue Herausforderungen, wir müssen uns auf Zukunftsmärkte orientieren, vielleicht wie im Konzern, wir müssen uns neu ausrichten. Dann ist es braucht einen Anlass für Lernkultur. Ja. Aber haben wir das richtig verstanden? Habe ich das richtig verstanden? So einfach mal Lernkultur einzuführen, weil es gerade in ist, weil es gerade ein... Nein, es muss nach den Kriterien der Unternehmensführung irgendetwas entwicklungsbedürftig sein. Genau. Klar. Sonst, warum sollten die das sonst tun? Die haben ja genug anderes zu tun. Die Ausgangsfrage war ja, wie können wir die Chefs da überzeugen, was zu machen? Mit unseren Konzepten und so weiter. Ja, also eine Geschäftsleitung, die diese Zusammenhänge nicht sieht oder nicht sehen will oder das Geschäft noch gut genug geht, die noch nicht genügend mit der Rücken an der Wand stehen, die kann man so nicht überzeugen. Da sage ich immer, der Samen der guten Ideen muss manchmal auf dem Flug des Umbruchs warten und den Flug haben wir nicht in der Hand.
Aber es gibt, jetzt muss man jetzt wiederum, wir lassen uns zu sehr hypnotisieren von den Situationen, wo das Kind schon ziemlich tief in den Brunnen gefallen ist. Das sollten wir als Professionelle nicht tun. Es gibt genügend Unternehmen, in denen es einsichtige Vorgesetzte gibt, in denen es, und die gibt es zunehmend mehr, zum Teil auch die durch unsere Weiterbildung gelaufen sind. Wir haben ja 3/4 interne, die wir qualifizieren, und das schon seit vielen Jahren. Wir haben ja ein Netzwerk von über 4000 Leuten, die steigen langsam auf. Und da gibt es genug, die einsichtig sind und die bereit sind, eigentlich vieles Gute zu tun und auch den Anschluss an das Business herzustellen. Und bevor ich mich darüber beklage, warum finde ich bei den anderen kein Gehör, sollte eigentlich jeder dafür sorgen, dass er in der Lage wäre, denen wirklich was zu bieten. Und da müssen wir in unseren Professionen uns an der eigenen Nase packen, weil wir da einfach nicht reif dafür sind. Wir beklagen uns so gern, dass man nicht auf uns hört. Ich sage immer, wehe, man würde auf dich hören. Wüsstest du denn dann? Außer, dass du so ein paar Teilideen hast, mit die du gerne optimieren wolltest, wüsstest du denn, wie man das Problem aus der Gesamtperspektive des Unternehmens auch wirklich lösen und einbetten kann? Und da sind wir meist blank. Also da müssen wir sehr viel Produktentwicklung in unseren eigenen Reihen erst betreiben. Wenn wir jetzt aber solche Unternehmen haben, wo sie auch stehen. Ja. Da war jetzt die andere Frage. Ja. Wie überzeugen wir die einzelnen Mitarbeiter, vielleicht auf der Teamebene oder individuellen Ebene oder Teamleiterebene, was für Bildung zu tun? Das war ja auch eine weitere Frage. Ja. Den Nutzen, ja, wie bringen wir den Nutzen rüber? Machen die da trotzdem was? Muss denn eine persönliche Motivation da sein, was zu machen, zu lernen? Ja, das haben eigentlich viele Menschen. Also nicht die, die schon in einen Job reingestolpert sind und bis zur Halskrause zu sind und unter Druck sind, für die ist schwer. Da hast du oft die Situation, dass du sagst, ich könnte eure Säge schärfen, die haben gesagt, wir haben keine Zeit, wir müssen sägen. Das finden wir viel. Aber die Großwetterlage verändert sich ja. Es wird, mittlerweile heißen die Leute ja Learning Officers und so. Immer mehr Organisationen kapieren sie, dass sie einen Grundstock von geläufiger Qualifikation bei allen Schlüsselfiguren für künftige wichtige Organisationsentwicklungsaufgaben herstellen müssen. Und auch dafür gibt es bisher noch wenig strategische Konzepte, wie man das wirklich aufbaut. Ja, das ist ein eigener Punkt nochmal, da würde ich gerne später nochmal drauf kommen, aber da war jetzt erstmal eine Meldung. Vielleicht nochmal. Vielleicht nochmal so ein bisschen als Anekdote. Ich habe neulich im Zug einen Jugendfreund getroffen, der gerade 25-jähriges Betriebsjubiläum bei Mercedes am Band gefeiert hat. Und ich in dieser Zeit vom Langzeitstudent über 20.000 andere Dinge gemacht habe. Und der stolz darauf ist, dass er seine Ausbildung gemacht hat und anschließend vielleicht noch eine kleine interne Weiterbildung, aber im Prinzip in seinem Job verhaftet ist und dem es damit auch gut geht. Und ich aus dem Weiterbildungsbereich komme, sage, siehst du nicht in 5 Jahren, wenn du 50 plus bist und keine weitere Entwicklungsstufe durchgemacht hast, wirst du zu den Entlassenen gehören, weil dir wird noch das und das fehlen. Und dieses Bewusstsein ist ja gerade in diesem Bereich fast gar nicht vorhanden. Und die Tage hatte ich eine Kollegin, die sich fortgebildet hat, wo ich gesagt habe, boah, was ein Entwicklungspotenzial, die muss ich jetzt voranbringen, die muss noch das und das machen. Und mein Betriebsrat hat gesagt, machen Sie doch mal langsam. Sie hat doch gerade was geleistet. Gönnen Sie ihr doch mal eine Verschnaufspause. Und das ist für mich so, dieses, was hat der einzelne Mitarbeiter an dem Platz davon, dass wir von außen kommend sagen, da muss eine Lernkultur entstehen. Also dazu sozusagen, was du ja auch schon gesagt hast, im Sinne von Reifegrad. Ich glaube, das ist das richtige Wort dazu und wichtig, in dem Zusammenhang zu sagen, so, wenn man eben Organisationen berät, sich ganz intensiv dort zu bemühen und zu kümmern, halt eben, was ist der jeweilige Reifegrad, den verstehen zu lernen, ist, glaube ich, die erste ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und nicht nur in der Gesamtorganisation, sondern im Sinne der Kulturfrage auch in den sogenannten Subkulturen, in den Organisationen, auf Bereichsebene, Abteilungsebene,
nachzuschauen, was ist auch mit der Führungskraft in der Diskussion, der Reifegrad, und wenn man das dann größer machen kann als Idee oder wenn man das darf, sozusagen als Auftrag, dann zu sagen, okay, was ist auch im Sinne der Zeit ein möglicher Zeitraum, die Mitarbeiter, weil Veränderung ja auch dann, wenn man das so nicht kennengelernt hat, 25 Jahre oder 10 Jahre, dann reden wir mit ganz großen Ängsten, die dann dazu tun haben, wenn man dann auf einmal sagt, und jetzt veränder dich mal. Also was braucht es da an Vorbereitung im Sinne, diesen Reifegrad erstmal verstehen lernen und dann in die Veränderung zu bringen? Also du sprichst mir da aus dem Herzen. Ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch da geht. Wenn ihr jetzt all diese großen, unerledigten Geschäfte unserer Gesellschaft aufzählt, dann kriege ich Bauchweh und werde ganz klein. Und schwanke hin und her zwischen kleiner Wurm und Größenwahn, ich müsste dazu Antworten haben. Und wenn ich mich daran erinnere, dass ich eigentlich auf dem Gebiet Profi bin und das seit Jahrzehnten mache, würde ich sagen, lass uns doch darauf besinnen, dass wir wirklich an jedem einzelnen Punkt kluge Alternativen anbieten können und die auch konfigurieren und regiemäßig als Dienstleistung konfigurieren können oder als Service im Unternehmen und zumindest etwas Überzeugendes anbieten können, auch wenn es vielleicht nicht genommen wird. Also, wenn in so einer Abteilung dann jemand es genügend Krankheitsfälle gibt und Probleme, dass ich dann als Profi jetzt nicht einfach nur 5 Coachings vermittle, sondern dass ich sage, wir können jetzt das Geld für 5 Coachings ausgeben. Wir können aber, dass das in dieser Abteilung so vorkommt, ist vielleicht ein Zeichen davon, dass die Leute untereinander nicht in dem Maße sich entlasten und helfen, wie sie das könnten. Könnten wir für dasselbe Geld alternativ untereinander einfach mal besprechen, wie es allen geht, dass sich jeder neu einbindet mit seiner Thematik, also dass ein Stück einfach Gesprächskultur aufgebaut wird. Und da würde ich gar nicht das Wort Lernkultur, würde ich da überhaupt gar nicht verwenden, sondern sagen, das ist auch ein Ausdruck davon, dass eine Mannschaft untereinander nicht in dem Fluss ist, dass das Zusammenspiel nicht funktioniert. Es kann sich dabei vielleicht sogar herausstellen, dass der Druck auf diese Mannschaft so groß ist, dass die Mannschaft, wenn sie gut im Prinzip gut funktionieren kann, es unter diesem Druck nicht mehr hinkriegt. Und das zeigt sich an den und den Leuten, die da rausfallen. Also, dass man systemische Zusammenhänge aufzeigt und dass man anstatt jetzt über Einzelcoachings Feuerwehraktionen zu machen, sagt, wir können ähnliche Effekte dadurch erzeugen, dass wir zum Beispiel mit denen, die man dafür gewinnen kann, im Team von den Menschen, die da wirklich zusammenspielen, eine neue Gesprächskultur zu solchen Themen einführt. Lassen Sie uns die gleichen Mittel, den gleichen Arbeitsaufwand mal darauf verwenden und dann die Leute fragen, wie es ihnen damit geht, sodass wir gemeinsam ein besseres Experiment machen als diese Gewohnheitsaktion. Das ist für die Internen besonders erforderlich und für die Externen ist es natürlich ein Problem, weil unsere ganze Marktstruktur so ist, dass wir über ein Einzelcoaching einfach besser handelbar ist als eine Maßnahme, dass wir als Lernfacilitator für Internes besser miteinander reden, uns anbieten. Und die anderen, die fürchten vielleicht, dass dabei Sachen auf den Tisch kommen, die sie nicht haben wollen, Folgeprobleme. Das heißt, ich muss denen Beispiele vorzeigen, wo ich das schon mal so gemacht habe und von Referenzfirmen, die sagen, das war aber gut, rufen Sie doch mal Ihren Kollegen an, wie das war. Also auch dieses Einladen von kollektivem Lernen voneinander. Und das Einzige, was wir als ISB tun können, und da möchte ich auch alle dazu einladen, ist in der Lage sein, in ganz verschiedenen Konstellationen die bessere, systemtauglichere Option anzubieten, dass wir das überhaupt können. Weil ich kenne das so gut, dass man all diese zum Haare raufenden Situationen aufzählt, die es auch alle gibt. Und es ist schrecklich, dass es so ist, aber wir können da auch nichts dafür. Das aber eigentlich den Blick dafür versperrt, dass ich mich nicht fit mache, dass wenn ich eine Möglichkeit habe, wo was zu machen, dass ich es auch wirklich kann. Und da möchte ich doch sehr dazu aufrufen, dass unser Berufsstand das lernen muss. Sonst braucht er sich nicht zu wundern, wenn nicht auf ihn gezählt wird. Und das heißt kleine Brötchen backen. Und selbst wenn man einem die großen angeboten werden, dass man sagt, tut mir leid, ich kann keine großen Brote backen. Wenn Sie wünschen und mich für den richtigen halten,
würde ich gerne ein kleines backen. Auf Vollwert. Ja, auf Vollwert. Und ich weiß noch nicht mal, ob es gelingt, weil wir noch gar nicht in dieser Organisation noch gar nicht übersehen, was alles zusammenkommen muss, dass es gelingen kann. Und es muss viel zusammenkommen und zum Teil wissen wir es noch nicht, was es ist. Geben Sie uns ein Jahr Zeit, geben Sie uns die Kapazität. Lassen Sie uns gucken, ob wir, so wie wir voranschreiten, merken, wir haben alle, die da ein Wichtiges mitspielen können, wir kriegen die auch an Bord. Und nur dann kann es gelingen, wenn wir nicht die wichtigen Leute... Es nützt nicht, wenn ich das beste Mehl habe, wenn ich kein Wasser habe für ein Brötchen. Oder es nützt nichts, wenn ich selbst den Teig zusammenkriege, aber nicht genügend Geld dafür da ist, dass ich es auch ausbacken kann. Also da müssen wir lernen, die Dinge richtig zu konfigurieren. Und das ist durchaus nicht gängig bei uns. Also da müssen wir uns wirklich an die eigene Nase packen. Wir bilden uns so gern ein, wir wüssten es besser, wenn man uns nur machen ließe. Das ist nicht wahr. Also da kann ich vielleicht gerade auf diese Akademie, da müssten wir ein Interview machen, weil mich das jetzt sehr interessiert. Das Problem ist ja, in unseren Berufsständen wie in unseren Verbänden haben wir auch jede Menge Gewohnheiten da. Wenn Akademie heißt Seminarangebot, also zu allen Themen uns Seminarangebote überlegen, so das Volkshochschulmodell, das überall gefahren wird, unendlich viel Geld dafür ausgegeben wird, dann würde ich sagen, kannst du knicken. Dass das nicht funktioniert, wissen wir eigentlich. Und vorher wurde ja auch nochmal gesagt, da gibt es auch ein Paper von uns, Lernen und Arbeiten gehören zusammen. Natürlich, 80% von Lernen findet bei der Arbeit statt. Also, wie können wir als Weiterbildner, als Learning Officers, wie die jetzt neuerdings heißen, in der Organisation, etwas dafür tun, dass die Leute, die zusammenarbeiten, bei der Gelegenheit auch besser lernen. Und das geht garantiert nicht, indem ich die einzelnen Seminare schicke. Das geht dadurch, dass ich vorschlage, und das ist ein ganz anderes Rollenverständnis dann der Bildungsleute, sowohl derer, die die Akademie konzipieren, als auch die Leute, die dann engagiert werden, um im Unternehmen zu arbeiten. Das ist halt nicht derjenige, der von außen reinkommt und einen 3-Tage-Team-Workshop macht, sondern das ist ein Interner, der einfach mal mitgeht, wenn die ihre Arbeitsbesprechung haben. Der sagt, guck mal, ich mache mal ein paar Interviews mit euch, weil ich sehe bei euch Meinungen und Kompetenzen, die bei den anderen nicht ankommen. Ich will durch meine andere Art der Gesprächsführung kann ich euch zeigen, dass in diesen Meinungen und Kompetenzen sehr viel mehr drin liegt, was ihr nutzen könnt und dass ihr euch vielleicht anschließen mögt, als ihr bisher denkt. Und dann macht man zum Beispiel eine Fishbowl, dann interviewt man jemanden. Dann sind die anderen nicht damit beschäftigt, auch zu reden, sondern sie hören mal zu, sehen jetzt Zusammenhänge im Weltbild des anderen, die sie bisher gar nicht genug beachtet haben. Dann fangen sie an, darüber nachzudenken, wie ist das eigentlich bei mir? Sagen, okay, lass uns jetzt den Außenkreis befragen. Was haben Sie gehört? Was hat es bei Ihnen bewegt? Dann sagt sie, so könntet ihr auch selbst miteinander reden, wenn ihr merkt, ihr kommt nicht weiter. Und dann können die, und das ist eine ganz einfache Maßnahme, da ist nicht groß Lernkultur, obwohl es Lernkultur ist. Das ist so ein kleines trojanisches Pferdchen. Und da merken die unmittelbar, es geht uns nachher besser. Und das funktioniert. Aber wir haben ja ein Buch geschrieben über kollegiales Lernen und veröffentlicht. Da steht auch drin, was das braucht an OE-Einführung, dass es stattfindet. Dass mal ein charismatischer Berater von außen mit solchen Leuten das mal 3 Stunden macht und die irgendwie ergriffen sind, das klingt auch nicht immer, aber das ist die kleine Übung. Die große Übung ist, ihnen klarzumachen, wie oft und wie ritualisiert die das miteinander machen müssen, dass es ihnen geläufig wird. Und das wird total unterschätzt, was da, die Menschen sind Gewohnheitstiere, was da an Gewohnheitsbildung notwendig ist, bis das hält und in Selbststeuerung übergeht, wird total unterschätzt. Und so gehen derartig viele gute Ansätze nach einer Weile einfach verloren. Und das muss auch der Geschäftsführung und den Leuten... Gerne.
Ja, und da wäre jetzt die Frage zu deinem Bildungssystem. Also zum Beispiel Führungskräfte-Schulung, ne? Ist ja ein Standardthema aller Bildungsmaßnahmen. Wir schlagen vor, nicht Einzelne zu Führungskräfte, egal wie man Kompetenz definiert, das will ich gar nicht definieren an der Stelle, zu schicken, sondern zu sagen, Führungsketten kommen zusammen zur Schulung. Über drei Hierarchien hinweg. Die in Führungsbeziehung stehen, und Führung bedarf Kompetenz bei allen Beteiligten und gemeinsames Verständnis, wie Führung funktioniert. Es gibt nicht die richtige Führung, es gibt nur funktionierende Führung. Und was in den jeweiligen Führungskonstellationen funktioniert oder verbessert werden kann, kannst du nur mit den Betroffenen feststellen. Das kannst du nicht allgemein feststellen. Also es ist eine ganz andere Art von Seminar. Man sagt, okay, wir machen Führungsbeziehungsschulung. Supervisionsorientiert. Also es kommen zwei oder drei einer Führungskette zusammen und sprechen darüber, wie sie ihre Führungsbeziehung erleben und gestalten und versuchen gemeinsam herauszufinden, wo ist es befriedigend und funktional, wo ist es weniger, was hat es mit unseren persönlichen Stilen zu tun, was hat es mit der Konstellation des Kontextes zu tun und so weiter. Wo können wir was verbessern und wo müssen wir Einfluss nehmen auf unsere Kontextbedingungen, unter denen unsere Führung stattfindet, und tun das gemeinsam auf verschiedenen Hierarchieebenen konzertiert. Dass man, das sind ganz verschiedene und andere Lernziele, die haben mit der persönlichen Kompetenz, du kannst führen oder nicht führen, gar nicht viel zu tun. Das ist eine ganz andere Art von Schulung. Wenn ihr solche Schulungen bei euch anbieten würdet, das würde, glaube ich, viele auch interessieren. Ihr würdet jede Menge Führungscoaching euch ersparen. Wenn ihr personenorientiert, isoliert irgendein Führungskonzept massenhaft ausrollt, das weiß man, dass das nichts bringt. Also Wissenswikipedia war das, glaube ich. Da würde ich sagen, meine Idee ist nur, erstmal die Leute zusammenzubringen. Die teilen nämlich nur Wissen, wenn sie sich kennen. Und da in dem Zusammenhang kann man ja auch rausfinden, welches Wissen müssen wir wirklich ins Internet stellen, welches ist persönliches Wissen. Und da muss man auch da bei dem Thema berücksichtigen, was sind die Regeln und Normen Unternehmen. Wenn ich nämlich Wissen weitergebe und der Kollege hat es und macht dann Karriere, wird erfolgreich, dann werde ich ja Wissen nicht weitergeben, wenn ich jemand bin, der auch erfolgreich sein möchte. Also was steckt hinter Regeln und Normen, um Wissen zu teilen? Ja? Und das kann man rausfinden, und dann kann die Plattform zum Schluss sehr klein, sehr einfach oder gar nicht notwendig sein. Meine Meinung zu dem. Ja, da habe ich nicht viel hinzuzufügen. Also ich glaube, man flüchtet sich einfach gerne in solche Systeme, weil man die didaktische Herausforderung des gemeinsamen Lernens glaubt, auf die Weise ersatzweise bewältigen zu können. Kann man aber nicht. Wenn die Situation ist, dass die Arbeitgeber wollen, sie sehen es auch, sie sehen, dass die Führungskräfte nicht miteinander reden, die sind aber bereit für eine Veränderung und signalisieren das auch so, aber die Führungskräfte sind dazu nicht bereit, dann ist es Pech. Oder wie? Also erstmal gehe ich davon aus, das habe ich auch als Psychotherapeut immer gesagt, ich halte von dem Widerstandskonzept nichts. Mara Selvini Palazzoli, die systemische Familientherapeutin, hat mal gesagt zu den Psychoanalytikern, wissen Sie, was Widerstand ist? Das ist die Dummheit des Therapeuten. Also, wenn Menschen, also die ja normalerweise auch eine Befriedigung im Beruf suchen, die eine Wirksamkeit suchen, wenn die irgendetwas nicht wollen, was behauptet, ihre Führung wesentlich zu verbessern, dann muss man mit ihnen reden, warum das so ist. Ich glaube, dann muss man gucken, ob überhaupt Führung das Thema ist oder ob es noch ganz andere Themen gibt. Also ich bin nicht bereit, es gibt natürlich Leute, die sagen irgendwie, okay, ich habe meine Hasen und die 5 Jahre überlebe ich und so, ist auch gut. Kann man sagen, lass die so. Also auch einer der Fehler in den Führungskultursystemen ist, dass man denkt, alle müssen den gleichen Stil fahren. Es ist auch in Ordnung, wenn verschiedene Führungsstile im Unternehmen gelebt werden. Wir müssen aber was dafür tun, dass es akzeptiert ist, dass es verstanden wird, da ankoppelbar. Und da kommt jetzt wieder ein Stück Schulung. Aber das geht nicht über Einzelseminare. Das geht darüber, in der Abteilung ist der Stil und der Chef ist halt so.
Und aus anderen Gründen wird er auch nie gefeuert. Und der Abteilung ist ein ganz anderer Stil. Und trotzdem müssen die zusammenarbeiten. Dann sollen die nicht sagen, jetzt kriegen die eine neue Führungskultur, damit die alle im Gleichschritt marschieren, sondern wie kann man in konkreten Supervisionssituationen etwas daran verbessern, dass diese Stile, so wie sie nun mal sind, miteinander komplementär agieren können. Also ist auch da nicht so viel Anspruch. Vielleicht dazu, weil das sozusagen, also vormittags Schulleiter, nachmittags selbstständig als Berater und Trainer unterwegs in Organisationen und Unternehmen. Und da ist das Thema, was ich eben auch mit meinen Kunden verfolge, eben das Thema Führungskulturentwicklung. Und da ist eben, ja, die Persönlichkeit so belassen, wie sie ist. Und die Lösung aus meiner Sicht in diesem Weg einer gemeinsamen Führungskultur ist eben ein, wenn vorhanden, meistens ist ja so, die Werte des Unternehmens zum größten gemeinsamen Nenner zu entwickeln mit den Führungskräften, das heißt, die zusammenzuholen und zu sagen, was ist dein Verständnis von dem Wert XY und darüber eine Sprache entwickeln, die das Verhalten zwar nicht unbedingt verändert, aber dass man in einer gemeinsamen Sprache, also erstmal die Führungsinstrumente, die notwendig sind, gleich anwendet und tatsächlich auch, wenn notwendig, wenn zu viele Diskrepanzen da sind, jetzt im Verhalten einer Führungskraft, die zu versuchen, in das Wollen zu bringen, dass sie sich also auch im Rahmen der Kultur etwas verändert? Oder wie siehst du das? Ich finde das im Prinzip richtig, aber ich zäume das Pferd auch von der anderen Seite auf. Das machen wir generell am Institut so. Bei uns gibt es keine Seminare zu Ethik, zu Moral, zu Spiritualität und sonst was. Bei uns, wir beschäftigen uns immer mit der Bewältigung von Aufgaben im Betrieb und und den Umgang mit den dafür notwendigen Beziehungen. Und wir gehen immer davon aus, von den Sichtweisen und Anliegen, die der Beteiligte hat. Und der will in erster Linie, dass es besser funktioniert, wenn er überhaupt was will. Und da hat dann natürlich jeder seine anderen Gesichtspunkte. Indem wir dann über die Gesichtspunkte, die wichtig sind und die zu vereinbaren sind, sprechen, kommen wir unter anderem auf das Wertethema. Aber das Wertethema, vom Wertethema her, deswegen halte ich diese ganzen Leitbild-Dings da, das bringt nichts. Das vom Wertethema her aufzuziehen, halte ich nicht für richtig, sondern wirklich von, wie kann ich leistungsfähiger werden und wie kann es mir besser gehen. Und eine der Perspektiven ist, und wie kann damit Dinge, die mir wichtig sind im Leben und die, von denen ich meine, dass sie auch für die Organisation wichtig sein müsste, bei der Gelegenheit an diesem Beispiel transportieren. Also so würde ich das angehen. Aber wir fangen nie mit den Werten her an, weil die Leute, denen ist erstmal das eigene Hemd näher. Aber wenn sie das Gefühl haben, sie kriegen für das, wo sie der Schuh drückt, kriegen sie durch diese Kommunikation was, dann öffnen, dann, das leistet Kultur, dass nämlich der bessere Mensch in ihnen dann auch in den Vordergrund kommt. Solange sie defensiv sind, ist der bessere Mensch meist ziemlich weit im Hintergrund. Das geht aber immer nur an Beispielen. Deswegen unser Slogan, Kultur entsteht durch Kultur. Also der übernimmt das nur dadurch, dass er es erlebt. Und es verbreitet sich nur dadurch, dass viele Menschen in dieses Erleben einbezogen werden. Und deswegen braucht man Leute, die dieses Erleben multiplizieren können. Und da kommen diese ganzen Faktoren rein, die wir besprochen haben. Und Beispiele machen Schule. Das interessiert die nicht als Prinzipien. Das interessiert die nur im konkreten Beispiel. Und erst wenn im konkreten Beispiel die Prinzipien aufleuchten, dann können die Prinzipien Thema werden. Vielleicht noch zwei Faktoren. Unternehmen haben eine Unternehmenskultur, die auch fortgetragen wird durch die Menschen, die dazukommen. Also ich stelle ja nur Menschen ein, die eventuell zu meiner Kultur passen. Das heißt, immer wieder diese spannende Frage, wie viel von Veränderungen lasse ich von außen zu, wenn ich mir Menschen ins Boot hole, die ganz anders sind? Das war der eine Gedanke. Zweite ist weg, kommt wieder. Aber direkt dazu, das Problem ist ja jetzt in einer größeren Organisation, wenn zum Beispiel auch HR mit den Subkulturen, also auf der jeweiligen Ebene, dann eben sagen wir, eine Ausschreibung tätigt, dann ist ja genau das im Sinne der Unternehmenskultur, die eben nicht gleich ist, dass eben doch in den jeweiligen Subkulturen auf Bereichs- oder Abteilungsebene eben diese Kultur gestärkt wird und im Zweifel eines gemeinsamen größten Nenners
eben genau das wir dann unterbunden wird. Das heißt, die Kultur lebt nur über die Subkulturen und nicht über die Gesamtkultur. Und das führt aus meiner Sicht und meiner Erfahrung zu Konkurrenz und zu den typischen Konflikten, wo wir, glaube ich, auch hier heute zusammensitzen, im Sinne auch Lernkultur, weil dadurch entstehen genau diese Probleme. Und da würde ich gerne auch nochmal in die Diskussion mit euch jetzt hier auch einsteigen. Was gibt es da für Lösungsansätze? Klar, personell habe ich gerade verstanden. Auf der Einzelebene kann man es machen. Aber gibt es auch noch andere Ansätze? Ich will vielleicht kurz was zu dem Kulturbegriff sagen. Wir unterscheiden zwischen deskriptiver und normativer. Also klar, jede Kultur ist einfach das, was sich bewusst und unbewusst als Regelmechanismen etabliert hat, geschichtlich. Und das wird von Menschen getragen. Und wir alle wissen, dass das ein Kraftfeld ist, in das Menschen reinkommen, die persönlich für eine andere Kultur stehen würden, und das hat eine Magie. Und wir wissen noch nicht mal genau, wie diese Magie entsteht und aufrechterhalten wird, obwohl die Personen ausgetauscht werden. Das ist ein noch nicht hinreichend erforschtes Gebiet. Ich glaube, es hat mit dem Entstehen von ganz vielen diese Kultur stimulierenden Verhaltensweisen, die wir alle unbewusst entwickeln, zu tun und die sich dann weitertragen über die, also da findet Lernen statt, manchmal auch ungewünschtes Lernen. Und das andere ist eine normative Vorstellung. Wann beschäftigen wir uns mit Kulturentwicklung? Dann, wenn wir das Gefühl haben, die sollte besser sein. Sonst würden wir das ja nicht machen. Zumindest wird kein Profi herangerufen, wenn wir nicht den Anlass hätten, dass wir irgendwas besser haben wollen. Und da brauchen wir natürlich irgendwelche Vorstellungen, was wir besser finden. Und zwar eben nicht nur diese Strohfeuervorstellung von Kreativität und was nicht alles, sondern lassen Sie uns gucken, für welchen Bereich des Unternehmens haben Sie Vorstellungen, die Sie uns beauftragen wollen? Haben wir Ideen, was man dort in welche Richtung verbessern könnte? Da gibt es einen sehr langen Contracting-Prozess. Und wenn es dann gelingt, dort durchaus auch mal ein Kultur, das, was ich immer mit den Versuchsgärtchen sage, lass mal den Rest, wie er ist, und wenn wir das abzirkeln können, lass uns dort was machen. Und dann kann durchaus eine Differenz entstehen. Ich habe eigentlich nicht die Erfahrung, dass das zu unguter Konkurrenz führt, wenn das nicht aufgebläht wird. Also es ist eine Haltungssache derer, die sagt, lassen Sie uns ein Versuchsgärtchen machen, lassen Sie uns ein Jahr probieren, gucken Sie mal selber, wie die Menschen dann am Arbeitsplatz sich bewegen. Sie merken das am besten, ob da was gewonnen ist oder nicht. Lassen Sie die Kollegen, mit denen die zusammenarbeiten, anfühlen, ob sie das Gefühl haben, das ist eine gute Sache oder nicht. Wir wissen das heute noch nicht. Dann müssen wir nachstellen, nachbessern. Und wenn da was funktioniert, lassen Sie uns gucken, was sozusagen der nächste Bereich im Unternehmen ist, wohin wir das ausrollen können. Und da stoßen wir dann wieder auf neue Herausforderungen, von denen wir noch nicht wissen, ob wir sie bewältigen können. Also nicht mit dem, wir verkörpern die neue Welt und ihr anderen seid eigentlich Arschlöcher. Wenn ich damit ein neues Projekt anfange, dann kriege ich die Meute in kürzester Zeit auf den Hals und die trampeln das einfach in den Boden, weil sie davon eigentlich eine Herabwürdigung dessen, was sie bisher auf die Reihe gekriegt haben, sehen. Also da müssen wir uns auch einfach vor Überheblichkeit schützen und vor frühreifem Triumph. Es muss was lange sich eingespielt haben, bis es genügend stabil ist, und nicht zu früh damit in die Pressekonferenz. Das ist tödlich. Und aufpassen auch gegenüber dem Auftraggeber, dass er das nicht zu früh für seine Fernsehshow missbraucht, weil dann zieht man Neid auf sich oder es werden völlig überfordernde Ansprüche an dieses Projekt gestellt, dass so ein zartes Pflänzchen einfach nicht tragen kann. Also da brauchen wir ganz viel Kompetenz, um zu sagen können, ja, ich übernehme den Job oder übernehme nicht. Und wenn das und das nicht gegeben ist, kann ich aus meiner Professionskenntnis heraus nicht verantworten, das bei Ihnen zu machen, weil ich keinen Glauben habe, dass es funktioniert. Wenn Sie denken, das ist mein Problem, müssen Sie einen anderen wählen. Dann kommen wir natürlich an die ganzen Themen, wie sehr vertraue ich mir dann auch, wie kann ich es auch wirklich und welches Risiko trage ich. Ja, wenn ich natürlich selbst um meine Privilegien Angst habe und deswegen mitmache, was auf mich zukommt, brauche ich mich nicht zu wundern, dass man auch mit mir Fußball spielt. Und das hat jetzt sehr viel mit Feldentwicklung zu tun. Und wenn jemand richtig qualifiziert ist, hat er aber auch weniger Angst. Und diese
die Curricula, bei denen Menschen aus ganz unterschiedlichen Unternehmen zusammenkommen, da begegnen sich sozusagen in diesen Personen wie im Brennglas gespiegelte Unternehmenskulturen. Da wacht man dann auch erstmal auf und kriegt Ideen, wie auch alles ganz anders sein kann, aber auf einem sehr praktischen Niveau. Gut. Also, wollen wir, vielleicht bin ich nicht mehr zurückgegangen, aber ich glaube, einige dieser Themen mit Haltung. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt klagemäßig alles erschlagen in einer Runde. Vielleicht noch einen Punkt zu dem Kompetenzbegriff, der ja vorhin kam. Das ist auch ganz gut ausgearbeitet auf der Website. Es gibt die Wieslerer Kompetenzformel. Das ist natürlich eine Metapher, die wir als Multiplikation angelegt haben. Kompetenz, Führungskompetenz, Mitarbeiterkompetenz besteht aus gleich Rollenkompetenz mal Kontextkompetenz mal Passung. Also diese Kompetenz besteht aus drei Faktoren und die sind in einer Multiplikation zusammengefügt. Und das macht nochmal deutlich, ich brauche eigentlich alle drei Faktoren. Wenn ein Faktor null ist, ist auch das gesamte null. Also Rollenkompetenz, ich muss mein Handwerk können, ich muss meine Rolle spielen können, ich muss verstehen, was ich brauche an Rüstzeug für meine Rolle. Mal Kontextkompetenz, ich muss mich in dem Kontext auskennen, ich muss mich in der Branche auskennen, ich muss mich in der Art der Organisation, Organisationskultur auskennen, mal Passung. Passung ist ein eigenes Konzept wieder, das Zusammenspiel von also Kernrolle und Kerntätigkeit zu den Kerngeschäften und den Kernprozessen. Das muss irgendwie zusammenhängen. Man kann diesen Faktor Passung auch mit Sinn ersetzen. Und es leuchtet sofort ein, obwohl es natürlich eine Metapher ist. Wenn der Sinn nicht da ist, dann ist auch sofort die ganze Kompetenzformel gleich null. Also das sind so kleine Überlegungen, wie wir das Thema, da kommt ja wieder der akademische Reflex. Kompetenz kann man natürlich ganz viel aufwerfen, da ist ja irrsinnig viel geforscht und auch geschrieben worden. Aber das ist eigentlich eine schöne praktische Art, wie man dieses Thema Kompetenz für sich in der Organisation mal angucken kann. So haben wir einen ganzen Katalog von Konzepten, wenn ich nur mal kurz noch dafür werben darf. Persönlichkeitskonzepte, Kommunikationskonzepte, Kompetenzklärungskonzepte und. Mhm. Die aus der Praxis heraus entwickelt worden sind und die jeder wenig Vorgebildeter in kürzester Zeit als Folie verwenden kann, um über sich nachzudenken und mit anderen über sich zu reden und über die eigene Organisation. Also wir haben keine Konzepte, die so kompliziert sind, dass man sich in Abgrenzungsdiskussionen irgendwelche Art verliert. Das sind ja immer nur Raster, die helfen, dass die konkreten Menschen in konkreten Zusammenhängen miteinander darüber reden und das auf eine möglichst kompetente Weise. Und da werden dann ganz viele Aspekte mit aufgerufen, die wir in dem Konzept natürlich gar nicht drin haben können. Also das Konzept ist immer nur eine Rahmensetzung, innerhalb der Kultur entsteht. Kultur kann man nicht durchkonstruieren. Vielleicht auch nochmal ein ganz banaler betriebswirtschaftlicher Gedanke. Wir hatten es gerade auch nochmal davon. Ich als Führungskraft, ich bin in der Konzernstruktur-Sandwich-Position, ich muss mich nur verändern, wenn mein Chef feststellt, bei mir läuft etwas nicht. Ich kann noch eine so in Anführungsstrichen beschissene Führungsstil haben. Es interessiert bei uns keinen Menschen, solange mein Profit stimmt. Erst wenn mein Profit nicht mehr stimmt, kommt mein Vorgesetzter auf die Idee, da stimmt was nicht an der Führungskraft oder Rolle, Persönlichkeit, Person. Und vorher, solange kann ich agieren und tun und lassen, wie ich will. Und ich glaube, das unterschätzen wir manchmal aus der anderen Position des Coachings heraus und des Verändern Wollens und Kultur hineinbringen Wollens auch. Ja. Und das war das Beispiel, was du heute Morgen gebracht hast. Ja, die Veränderung ist deswegen entstanden, weil man gemerkt hat, ich habe zu hohe Kosten bei der Milchproduktion oder Gewinnung. Ja. Also was anderes ist es nicht. Dieser hehre Gedanke, ich gehe auf ein Seminar und dann gehe ich in eine Veränderung, wozu? Wobei das Ganze jetzt natürlich neokapitalistisch nur auf den Profit ausgerichtet ist, aber unternehmerisch gesehen, wir machen das ja genauso, wir sind ja auch Unternehmer, wenn ich einen Mitarbeiter habe, dann fragen wir uns nach einem halben Jahr, geht es dem Unternehmen besser, wenn der da ist, oder geht es dem nicht besser? Und das muss sich nicht immer gleich in Geld ausdrücken, das kann sich in vielen
Nützlichkeiten ausdrücken. Aber dann steht diese Passungsdiskussion. Macht dieser Mitarbeiter in seiner Art dem Unternehmen Sinn? Und der soll sich auch überlegen, ob das Unternehmen in seiner Art ihm Sinn macht. Und das ist, und dafür, für diese Passungsklärungen, die immer wieder angepasst werden müssen, weil die Passung manchmal auch verloren geht. Also sie geht auch manchmal aus Gründen, die geht manchmal aus Gründen der Person verloren, weil eine andere Lebensentwicklung, andere Interessenlage entsteht, geht aber manchmal auch aufgrund der Umstrukturierung im Unternehmen, neue Marktausrichtung, neue Wertsetzung verloren. Und dann kann man gucken, kann man die Passung wieder herstellen. Und wenn man sie nicht herstellen kann, muss man auch Konsequenzen ziehen von beiden Seiten. Also wir reden jetzt immer so viel von Beweglichkeiten. Das gehört zu verantwortlicher Beweglichkeit dazu. Und es ist von daher auch, obwohl ich sehr dafür bin, Menschen eine Zugehörigkeit zu, sehr stabil zu halten, weil ich glaube, das ist ein Grundbedürfnis von Menschen, eine Zugehörigkeit zu haben, die zumindest nicht völlig willkürlich aufgelöst werden kann. Aber das heißt nicht, dass man nicht darüber diskutieren kann, ob man sich wechselseitig Sinn macht. Und ein Unternehmen, das auf diese Weise nicht sich irgendwie ausrichtet und eine gemeinsame Leistung und eine gemeinsame Kulturentwicklung hinbringt, kann auch nicht überleben. Langfristig entzieht es allen den Boden. Also da der Leistungsgedanke und der humane Gedanke, der läuft da für mich überhaupt nicht auseinander. Gut. Ja. Mit kurz vor eins. Sollen wir an der Stelle mal einen Punkt machen? Auch vielleicht mal hören kurz. Ja. Ich meine, das ist klar, wir haben natürlich uns jetzt über Jahrzehnte über all das Gedanken gemacht. Wenn ihr mich irgendwo antriggert, dann kann an jeder Stelle das Fass endlos lang laufen. Einerseits ist es natürlich nicht besonders interaktionsfreundlich. Auf der anderen Seite, so viele Tage werde ich in solchen Kreisen nicht mehr sitzen. Ich will natürlich auch einfach versuchen, die Grundideen möglichst überzeugend rüberzubringen. Das ist immer so ein bisschen Spannungsfeld. Aber wie geht es euch denn so mit dem, was wir bisher gemacht haben, bevor wir dann den Nachmittag einläuten? Gut, gut. Mir ist es ein bisschen zu viel frontal. Die Alternative wäre einfach mehr selbst tun. Ja. Okay. Haben wir vor. Genau. Das Gegenpol dazu, ich genieße es auch, dir zuzuhören. Ja. Gut, also eine direkte Palastrevolution ist nicht zu erwarten. Wie lange machen wir jetzt Mittagspause? Eine Stunde. Also in einer Stunde und dann machen wir... Zu lang? Dreiviertelstunde. Zu viel wegbewegen kann man sich auch nicht. Und sinnvoll sein. Im Moment kann man auch nicht raus. Ne? Machen wir eine Dreiviertelstunde. Das heißt, dann treffen wir uns um. Es war Viertel vor zwei hier. Ja. Okay.